Herzlich willkommen und Namaste. Die Yoga-Klasse, die wir heute zusammen praktizieren, schließt unmittelbar an eine vorausgehende an. Und das ist die Yoga-Klasse, in der ich eine Atemtechnik eingeführt habe, um Stress zu regulieren. Ich verlinke das nochmal hier im Video, sodass du das nochmal, wenn du das nicht angesehen hast, das Video anschauen kannst. Es ist aber nicht zwingend voraussetzend, um diese Klasse mitzumachen. Ein kurzer Rückblick zu dem, was wir schon gemacht haben in Verbindung zwischen Atmung und Stressbalance. Ich habe in dem letzten Video die Atmung eingeführt als das zentrale Werkzeug, um Stresszustände oder Erregungszustände des Körpers und des Geistes zu regulieren. Das kommt ursprünglich daher, dass die Atmung ein Teil des vegetativen Nervensystems ist, das wiederum für Entspannungszustände im Körper und im Geist verantwortlich ist, wenn wir das System aktivieren. Und das vegetative Nervensystem, speziell Nervus vagus, das ist ein zentraler Hirnstammnerv, reguliert die Verdauung, die Atmung und unter anderem den Herzschlag. Und das einzige Werkzeug, das wir hier nutzen können, um diesen Nerv zu aktivieren, ist eben die Atmung. Und daher sind viele, eigentlich alle Meditationstechniken, die wir kennen, immer atembasiert. Auch wir im Yoga atmen natürlich immer mit bestimmten Intentionen und nutzen sie als Hilfsmittel und Werkzeug. Beim letzten Mal habe ich dann ein bisschen detaillierter den Blick auf die Atemzüge gelenkt und die verbinden wir im Yoga mit unterschiedlichen Qualitäten. Also die Einatmung hat eine andere Wirkung als die Ausatmung im Yoga. Und wir nehmen beispielsweise die Einatmung im Yoga nach oben wahr, also in den Raum des Brustkorbs oder in den Raum über uns, wachsen einatmend nach oben. Der Brustkorb weitet sich, ist eine aktive Einatmung. Und dementsprechend ist die Qualität auch eine, die uns lebendig werden lässt, die uns inneren und äußeren Raum und Größe verleiht. Das ist für diejenigen von uns gut geeignet, die das Gefühl haben, dass sie nach einem stressigen Tag, um abzuschalten, Bewegung gut finden, also die gern joggen gehen oder irgendwas tun, um wieder bei sich selbst anzukommen. Heute jedoch möchte ich in diesem Video die Aufmerksamkeit bewusst auf die Ausatmung lenken und mit dir gemeinsam das näher anschauen und spüren. Die Ausatmung wirkt im Yoga nach unten in den Bereich des Bauchraums und Zwerchfells, also ist die Zwerchfellatmung. Und hier ist der Unterschied, dass die Ausatmung aktiv ist. Also wenn ich den Bauchraum atme, zieht die Ausatmung den Bauchnabel und die Bauchdecke sanft nach innen in die Mitte des Körpers. Und das aktiviert die gesamte Rumpfmuskulatur, also Bauchmuskulatur, tiefliegende Bauchmuskulatur, die um die Taille herumschnürt in den unteren Rücken und gleichzeitig auch etwas den Beckenboden. Also die Ausatmung ist aktiv, zentriert meine Mitte. Und die yogische Wirkung der Ausatmung ist eine eben kraftvolle, nach innen gerichtete Wirkung und auch nach unten zum Boden. Denn sowohl im Boden unter mir als auch in der Mitte meines Körpers kann ich Halt finden, Stabilität erfahren und Ruhe genießen. Und so ist die Ausatmung für diejenigen von uns gut geeignet, die das Gefühl haben, dass wenn der Tag stresst oder ich das Gefühl habe, ich muss wieder bei mir ankommen, dass da Ruhe gut tut, sich mal zurückziehen, nichts machen, was mit dem Äußeren verbunden ist und Zeit für sich finden, die Aufmerksamkeit nach innen lenken und hier ankommen, hier bei mir selbst sein dürfen. Und genau diese Stunde führt uns hierhin. Ich habe sie so konzipiert, dass wir erstmal die Ausatmung und Bauchraumatmung oder Zwerchfellatmung bewusst werden lassen, dass wir sie nutzen, dass wir sie kennenlernen. Und das dann ihre Wirkung auf eine Yoga-Praxis übertragen, die uns hinführt zu Virabhadrasana 3, zum dritten Helden, zur Standwaage. Das braucht ein bisschen Vorbereitung, die wir machen, also eine stabile Körpermitte, stabile Rumpf- und Rückenmuskulatur, Dehnung in der Beinrückseite und insgesamt das Gefühl von Balance. Das werden wir aufbauen, werden uns mit der Ausatmung dahin führen lassen und
dann im Nachklang eine Meditation machen, die uns wieder in die Ausatmung und in die innere Stabilität und Ruhe lenkt und leitet. So viel als Vorbereitung. Wir beginnen im Liegen. Wenn du dich auf den Rücken ablegst, dann stell die Füße gleich vor dir auf. Abstand der Füße zueinander ist ungefähr eine Faustbreit. Kannst du euch mal die Füße zusammenbringen, dir so eine Faustbreit vorstellen, in denen du die Füße wieder öffnest. Der Abstand der Füße zum Becken ist individuell. Schau einfach, dass es nicht zu weit nach vorn ist, sondern eher Richtung Becken kommt. Dabei müssen aber nicht die Fußsohlen das Gesäß berühren. Manche nutzen die Hände, wenn du die Arme lang lässt Richtung Fersen, dann können die Mittelfinger so ungefähr die Fersen berühren. Das ist für viele ein recht stimmiger Abstand. Gut, wenn du das gefunden hast, dann schließ gern die Augen. Kuschel den Rücken und den Schultergürtel an die Unterlage unter dir. Leg den Kopf sanft ab. Und spür in den Boden. Kommt er erstmal an. Dann lass uns eine kleine Reise machen, wo du im Moment den Boden berührst. Das sind die Füße und auch nicht die gesamten Fußsohlen. Ja, es sind bestimmte Bereiche der Fußsohlen. Beispielsweise die Zehen. Schau einfach, dass du da nicht reinkrallst in den Boden, sondern die Zehen lang ausgleiten lässt. Dann kommen die Zehengrundgelenke, also da der Übergang der Fußsohle zu den Zehen. Besonders wichtig ist hier der Großzehenballen, das Großzehengrundgelenk, so eine kleine runde Fläche, drückt die sanft in den Boden. Und dann bring die Aufmerksamkeit an die Außenkanten der Füße und bring die auch nach unten in den Boden. Manchmal hebt da der Großzehenballen wieder ab, dann drückt den wieder nach unten. Und dann bringen auch die Ferse mit ihrer gesamten Fläche satt zum Boden. Also nochmal die Fersen, die langen Außenkanten Richtung kleiner Zeh und von dort einmal zum großen Zehenballen. Nicht zu sehr drücken, aber schon die Berührung wahrnehmen. Dann geht es weiter zum Beckenbereich. Das Kreuzbein liegt im Moment auf. Du kannst da gerne das Becken mal vor und zurück kippen, rechts und links bewegen. Und gleichzeitig eine schöne Massage für den Kreuzbeinbereich. Und dann kommen da wieder an. Klassischerweise hat jetzt die Lendenwirbelsäule keine direkte Verbindung zur Erde. Da kannst du ruhig mal eine Handfläche nehmen, unter den unteren Rücken durchschieben. Das geht im Regelfall, beziehungsweise ist da ein bisschen Platz dafür. Okay, dann nimm die Hand wieder zurück. Dann kommt der obere Bereich, die Brustwirbelsäule, die ruht wieder lang am Boden auf. Dann folgt der Schulterbereich, Schultergürtel ist eine Querstruktur. Kuschel die Schulterblätter nochmal an die Erde und zieh die Schulterblätter sanft unter dem Rücken zueinander. Dann entspann die Schultern, die Schultergelenke, die Arme. Wo berührst du dort gerade die Unterlage? Oberarme, Ellenbogen, vielleicht auch die Unterarme. Wo berühren die Hände und Finger die Unterlage? Und dann kommen wir nochmal zurück zum Schulterbereich, hin zum Nacken. Der hat auch keine direkte Verbindung zur Unterlage. Der Nacken ist frei. Aber nochmal eine Berührungsfläche ist das Hinterhaupt. Geh das nochmal für dich durch, von den Füßen bis zum Hinterhaupt. Lass dich in die Auflageflächen sinken, sodass wirklich die Erde dich auffangen und von unten stützen kann. Und dann wende dich der Atmung zu. Ohne dass du da was veränderst oder lenkst, beobachte, wie sie kommt und geht. Leg einfach mal eine Hand an dein Brustbein ab, die andere an den Bauchnabel oder an den Unterbauch, also zwischen Bauchnabel und Schambein. Spür die Berührung der Hände zu dir
und fokussiere dich jetzt auf die untere Hand, die im Bauchbereich. Und dann lenk die Atmung in die Berührung der Hand. Ja, nur die untere Hand, da lässt du die Atmung hinströmen. Und zwar so, dass in der Einatmung der Bauch sich wölbt, die Hand ein Stück hebt, da sie vom Bauchbereich hochgehoben wird, von innen nach oben. Und mit der Ausatmung senkt sich die Hand, da die Bauchdecke sich zurückzieht in den Körper. Die Einatmung sorgt dafür, dass der Bauchbereich sich wölbt und die Hand gehoben wird. Die Ausatmung sorgt dafür, dass die Bauchdecke sich wieder zurückzieht in den Körper und die Hand sich senkt. Und das Besondere dieser Bauchatmung oder Zwerchfellatmung ist die Ausatmung, denn die ist aktiv. Das bedeutet, in der Ausatmung spannt sich die gerade Muskulatur des Bauches, komprimiert die Bauchdecke und saugt sie etwas nach innen. Das ist eine muskuläre Aktivität der Bauchdecke. Und mit der Einatmung entspannt sich die Bauchdecke, sodass der Bauch sich wölben kann. Ja, nochmal, die Ausatmung ist eine Anspannung der Bauchmuskulatur, die den Bauchnabel in den Körper führt, den Bauch komprimiert. Und die Einatmung ist passiv über die Entspannung. Darüber strömt Luft nach. Wir können uns das ein bisschen deutlicher machen, wenn du gleichzeitig, wenn du ausatmest, dein Becken einrollst, also Schambein zum Bauchnabel führst und den unteren Rücken zum Boden bringst. Das ist eine deutliche Spannung der Bauchdecke. Einatmend, entspannen. Kipp dein Becken nach vorn, lass das Hohlkreuz stärker werden. Ausatmen, Bauchnabel nach innen führen, Körpermitte spannt sich, unterer Rücken kommt zur Erde. Einatmen, wieder loslassen, Bauchdecke entspannen, Becken nach vorn kippen, ein Hohlkreuz machen. Mach das für dich weiter. Ja, noch zwei, dreimal. Immer auf die Ausatmung fokussiert und lass dir bitte Zeit. Wenn du wieder einatmest, dann leg die Arme zur Seite ab, an deinen Körper. Und spür nach, ohne dass ich etwas bewegen muss im Beckenbereich. Spür einfach wieder die Atmung und lenk sie weiter in den Raum des Bauches. Nochmal zur Erinnerung, ausatmend die Bauchdecke aktiv. Bauchraum zieht nach innen zurück. Einatmend, alles entspannt sich, Luft strömt nach. Wir verlängern jetzt die Atemzüge. Atme in Ruhe tief ein. Und dann atme aus, roll dein Becken ein und heb es hoch. Heb den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben. Drück die Füße nach unten. Heb dein Brustbein. Einatmend, roll dich wieder zurück vom Brustbein Richtung Beckenbereich. Becken nach vorn kippen. Ausatmend, Becken einrollen. Füße drücken nach unten. Becken hebt hoch. Brustbein hebt hoch. Einatmend, leg dich lang wieder zurück. Zieh das Gesäß Richtung Fersen, kipp dein Becken nach vorn. Mach das weiter. Auch hier lass dir Zeit und stell dir vor, dass die Atmung dich führt. Ja, wird das vielleicht ein bisschen harmonischer. Ja, so wie die Atmung kommt und geht, so folgt die Bewegung. Mit der Ausatmung drückst du die Füße nach unten, dann kommt das Becken automatisch hoch.
Auch hier noch zwei, drei Runden. Letzte Runde richtig aktiv, Füße nach unten drücken, 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 in den Boden schieben, Becken hochheben und wieder abrollen. Und wenn du dein Becken abgelegt hast beim nächsten Mal, dann umarm einfach die Knie, ziehe sie heran, umarm dich selbst und schaukel ein wenig hin und zurück. Rechts, links, nach vorn, nach hinten, ganz wie du magst. Und dann komm wieder an, lass die Knie herangezogen und verschränk die Hände hinter dem Kopf. Das heißt, du hebst den Kopf, schaust Richtung Beine, verschränkst die Hände hinter dem Kopf und jetzt legst du den Kopf zurück in das Handkissen, sodass dein Halsbereich möglichst entspannt sein kann. Erinnere dich an die Atmung. Ausatmend den Bauchraum nach innen führen, schließ jetzt gleichzeitig auch den Beckenboden. Und einatmen, entspannen ein wenig. Und nochmal ausatmen, Bauchnabel nach innen führen, Beckenboden schließen. Einatmen, etwas loslassen. Der untere Rücken bleibt die ganze Zeit jetzt am Boden. Drück ihn nach unten. Mit der nächsten Ausatmung schiebst du dein rechtes Bein nach vorn. Einatmend, zieh es wieder zurück. Ausatmen, Seitwechsel, linkes Knie nach vorn, linken Fuß nach vorn schieben, einatmend, Knie zurückziehen, Fuß zurückziehen. Ausatmend, rechts nach vorn, Bauchnabel einziehen, einatmend, wieder zurückkommen. Ausatmend, links nach vorn, Bauchnabel einziehen, untere Rücken am Boden lassen, einatmend, zurück. Noch dreimal jede Seite, bitte. Verlängere die Ausatmung, finde Kraft und schieb aus der Kraft der Mitte den Fuß nach vorn. Gut, wenn du das nächste Mal das linke Knie wieder zurückgezogen hast, dann bleib hier beide Knie herangezogen. Kopf bleibt gehoben. Du kannst, wenn du mehr möchtest, dich weiter einrollen, also nur noch die unteren Spitzen der Schulterblätter in den Boden integrieren. Jetzt zieh die Knie nochmal ran und schieb die Füße nach oben hoch. Die Beine können gestreckt sein, müssen aber nicht gestreckt sein. Schieb die Fersen hoch und immer wenn du ausatmest, dann schieb dich ein bisschen mehr hoch. Stell dir vor, du drückst einen Luftball hoch Richtung Decke, wenn du ausatmest. Und einatmend, Becken schwer machen, nach unten erden. Mit dem nächsten Einatmen nochmal Fersen hochschieben jetzt und ausatmend rechtes Bein nach vorn ausscheren lassen. Körpermitte ganz stark, untere Rücken zum Boden, atmen, von der Kraft der Mitte nähren und von dort wegschieben mit den Beinen. Atmen. Einatmen, rechtes Bein wieder hoch, ausatmen, linkes Bein nach vorn senken. Wieder die Kraft in der Mitte nähren. Wenn du ausatmest, zieh dich hier zusammen in der Mitte und von dort schiebst du dich weg. Lass es ruhig vibrieren und mit dem Einatmen komm wieder zurück. Atme durch. Eine letzte Sequenz noch. Stell dir vor, du hast auf den Fußsohlen so ein Gewicht, einen großen Luftball und du willst den hochschieben, schieben, schieben. Und du drückst ihn jetzt so weit hoch, dass wenn du das nächste Mal ausatmest, dass dein Becken möglicherweise mal kurz den Boden verlässt. Einatmen, wieder zurück. Und mal ausatmen, Mitte spannen, Beckenboden schließen, Füße hochschieben, Becken hochziehen, einatmen, zurück. Letztes Mal, Füße hochdrücken, drücken, drücken und einatmen, zurück. Stell die Füße auf, leg den Kopf zurück, bring die Arme zurück nach vorne an deinen Körper und spür nach. Spür die Kraft, die Energie deiner Körpermitte, diese Wärme, dieses Pulsieren, diese muskuläre Stabilität. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, dann
aktivierst du diesen Bereich mit diesen Qualitäten. Kraft, Stabilität, Energie in deiner Körpermitte. Gut. Kraft dein rechtes Knie, zieh es heran, umarm es. Streck dein linkes Bein nach oben aus, hol damit Schwung ein paar Mal und schwing dich hoch. Und dann komm in den Vielfüßler, bitte. Wir machen weiter in der Yoga-Sequenz. Der Vierfüßler, du kannst die Füße hinter dir aufstellen oder ablegen. Schau einfach, was für dich besser ist, bequemer ist für die Knie. Knie unter die Hüftgelenke, die Hände entweder unter die Schultergelenke oder etwas handgelenksfreundlicher, ein kleines Stück vor den Schultern aufstützen. Spreiz die Finger und jetzt spür die Hände mit ihrer Berührung zum Boden. Im Wesentlichen die Fingergrundgelenke, also da, wo die Daumen und anderen Finger ansetzen am Handballen, drücke dort sanft nach unten, besonders den Daumenballen, Daumengrundgelenk und das Grundgelenk des kleinen Fingers, also Innen- und Außenkante. Auch die Fingerkuppen sanft nach unten drücken, ohne dass die Nägel weiß werden, das ist ein bisschen zu viel. Atme und komm ausatmend in den Katzenbuckel. Roll dich ein, der Blick Richtung Beine. Einatmend der Pferderücken, die Wirbelsäule taucht nach unten, der Blick geht nach vorn. Ausatmend Katzenbuckel, heb die Flanken, zieh den Bauchnabel hoch in den Körper. Einatmend, entspann die Bauchdecke, du tauchst ein. Brustbein hebt nach vorn, Blick geht nach vorn. Mach das weiter. Ausatmend Katzenbuckel, zentriere dich in die Mitte des Körpers. Einatmend, entspann dich von dort in die Weite. Ja, noch zwei, drei Runden. Ja, drück ausatmend auch die Hände nach unten, schieb den Boden nach unten. Mit der nächsten Ausatmung ganz sanft zum Kind. Senk das Gesäß, soweit es dir gut ist, für die Knie Richtung Fersen. Entspann den Nacken, leg den Kopf sanft mit der Stirn zur Erde. Lass die Hände nach vorn weggleiten. Eine sehr schöne Haltung, in der du bei dir ankommen kannst und eine gute Verbindung mit der Erde findest. Es ist wie eine kleine Verbeugung vor der Erde, die dir Halt gibt, die dich trägt, die dich nährt. Atme in den Rückenbereich. Und dann schieb dich von den Händen aus nochmal zurück, dein Gesäß Richtung Fersen. Lass es dort, komm dann vorne auf die Fingerkuppen. Und krabbel ein bisschen weiter nach vorne, sodass deine Flanken ganz lang werden. Krabbel in die Breite deiner Unterlage, die Ränder deiner Yogamatte. Lass die kleinen Finger auf ihr drauf. Fächer die Finger und leg die Hände flach wieder zurück. Saug sie in den Boden. Einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken diesmal. Ausatmend. Der Hund schiebt die Hände nach unten, drückt sie schräg runter an den Boden, dann kommt das Becken automatisch hoch. Einatmend, Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Nochmal in Ruhe einatmen, Katzenbuckel. Ist ja ein bisschen anders jetzt, und Pferderücken. Ausatmend, der Hund, konzentriere dich auf die Hände, schieb sie nach vorne runter an den Boden. Dann schiebt sich dein Becken automatisch hoch. Einatmend, zurück, Katzenbuckel. Pferderücken, ausatmend das Kind. Noch eine Runde, einatmend hochkommen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund. Und dann komm hier an. Mal der Blick zu den Händen, fächer die Finger auf. Meist sagt mittlere Finger nach vorn. Schau aber, wie es für dich für die Handgelenke passt. Manchmal ist es auch der Bereich zwischen Mittel- und Zeigefinger, der nach vorn zeigt. Dann roll den Kopf ein, schau Richtung Beine, spür nochmal die Hände, schieb sie nach vorne runter in den Boden und automatisch streckst du dich, verlängerst die Flanken, schiebst dein Becken hoch, ja, weil du die Hände nach unten wegdrückst in die Erde. Dadurch kannst du nach oben wachsen. Und jetzt heb bitte die Fersen hoch, ganz hoch, 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 streck die Beine und senk die Fersen ein bisschen tiefer zurück. Lass die Beine gestreckt. Nochmal einatmend, Fersen hoch, Sitzbeine hochziehen. Ausatmend, Fersen senken.
Einatmen, Fersen heben, ausatmen, nur rechte Ferse senken, linkes Knie beugen, rechte Ferse tief in den Boden schieben. Einatmen, beide Fersen hoch, Beine lang, ausatmen, linke Ferse tief, rechtes Knie beugen, linke Ferse ganz tief nach unten. Einatmen, hoch und Seitwechsel nach rechts, ausatmen, rechte Ferse tief, spür die Dehnung der Rückseite. Einatmen, hoch, ausatmen, linke Ferse tief schieben. Nochmal einatmen, Fersen hoch, Beine strecken, ausatmen, beide Fersen tief. Und dann bleib, spür nochmal den Kontakt nach unten, die Finger, Hände, Daumengrundgelenk, kleine Fingergrundgelenk. Drück die Hände nach unten, zieh die Flanken hoch, zieh die Sitzbeine hoch, lass sie oben, senk die Fersen tiefer, atme aus. Einatmend hoch in den Liegestütz nach vorn kommen. Ausatmend leg die Knie, dann dein Brustbein, dann dein Becken ab. Und leg die Füße lang nach hinten ab, schieb sie weit nach hinten raus. Und dann leg die Hände auch nach hinten Richtung Becken ab. Handflächen nach unten, Handrücken nach oben, also Daumen zeigen nach außen weg. Schultern weich nach hinten rollen. Krabbel mit den Fingern ein bisschen zurück Richtung Füße. Und jetzt nimm die Mitte des Körpers wahr, den Beckenbereich, roll es ein. Das heißt, du schiebst von der Rückseite betrachtet dein Steißbein nach hinten runter, zwischen die Oberschenkel Richtung Boden. Von unten betrachtet ziehst du deinen Bauchnabel sanft nach oben in den Körper. Becken rollt ein, schafft dem unteren Rücken Länge und aktiviert und stabilisiert die Bauchmuskulatur. Schließ auch den Beckenboden. Jetzt im Einatmen zieh den Oberkörper nach vorn hoch in die Schlange, in Sarpasana. Ausatmen, komm wieder tiefer Richtung Erde. Einatmen, zieh dich nach vorn hoch, Hände krabbeln zurück. Ausatmen, komm wieder tiefer. Nochmal einatmen, nach vorn hochziehen. Langes Ausatmen, senk dich zurück Richtung Erde. Einatmen, heb den Oberkörper, heb auch die Beine ein Stück an. Zieh dich lang auseinander, atme aus, senk dich etwas tiefer. Du kannst dich ablegen, kannst aber auch schweben in der Luft. Einatmen, zieh dich nach vorn und nach hinten weg, heb dich hoch in den Enden. Ausatmen, komm wieder tiefer. Entweder die Füße ablegen oder schweben lassen. Einatmend, langziehen, Füße nach hinten hoch, Brustbein nach vorn hoch. Bleib hier, atme tief durch. Nochmal Becken einrollen, Beckenboden schließen, Bauchnabel hochziehen. Und dann von der Kraft, von der Stabilität deiner Mitte, streck dich lang, wachs in die Weite, heb auch die Arme ein Stück an, atme ein und ausatmen, die Hände unter die Stirn als Kissen. Leg dich ab. Atme durch. Und schwing das Becken ganz locker hin und her. Ja, so als würdest du die Spannung, die Anspannung in den Körper verteilen und damit ein bisschen auch wieder auflösen. Gut. Stütz die Hände an den seitlichen Rippen auf. Die Arme nah an den Körper. Becken nochmal einrollen. Schultern zurückrollen, einatmen, zieh dich nach vorn hoch, die Kobra oder der aufwärtsschauende Hund, je nach Wunsch, ausatmen, schieb dich in Ruhe zurück, Bauchnabel einziehen, zurück hoch in den abwärtsschauenden Hund, einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer und Bauchlage, einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, Kobra oder aufwärtsschauende Hund, ausatmen, Bauchdecke in den Körper ziehen und aus dieser Kraft schiebst du dich zurück in den Hund. Nochmal ankommen, tief durchatmen. Drück die rechte Hand in den Boden, rechts ganz besonders. Dann kommt das rechte Bein hoch. Jetzt beug dein linkes Knie. Schieb dadurch die rechte Ferse noch ein Stück weiter hoch. Das geht jetzt. Rechte Hand nach unten drücken, drücken, drücken. Rechte Seite ganz lang ziehen. Und jetzt schieb die linke Ferse wieder tiefer und strecke ein bisschen mehr dein linkes Bein. Atme. Linkes Knie etwas beugen. Dann schau nach vorn Richtung Hände, schwing den rechten Fuß ausatmend nach vorn. Bitte dich, jetzt im rechten Fuß die Zehen hochzuheben. Alle
alle Zehen, rechten Fuß nach oben. Nochmal bewusst werden, wo jetzt der Fuß den Boden berührt. Also Ferse, diese große runde Fläche. Dann die lange Außenkante des Fußes. Und der Großzehenballen, diese große runde Struktur. Alles drückst du nach unten. Drückst, die Zehen gehoben. Nochmal den Boden nach unten wegdrücken mit dem Fuß. Dann mach die Hände leichter, heb sie vom Boden ab. Dreh die Handflächen zu dir, spreiz die Finger. Und jetzt denk dir dein Becken stark, ja, als würdest du ausatmen, dein Becken kompakter und schmaler machen. Und einatmen, streck die Arme nach vorn, streck dich lang. Ausatmen, schwing die Arme in Ruhe nach hinten Richtung Füße. Einatmend nach vorn, ausatmend nach hinten. Nochmal einatmend nach vorn ziehen. Ausatmend nach hinten bringen. Letztes Mal einatmen. Arm nach vorn, rechte Zehen nochmal heben. Ausatmen, bring die Hände nach unten, leg die rechten Zehen ab. Atme ein, zieh den Brustkorb nach vorn, heb den Kopf nach vorn. Atme aus, rechter Fuß, ein Schritt nach vorn. Weich in die Vorbeuge schmelzen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, zieh den Brustkorb weit nach vorn. Ausatmen, entspannen, ganz sanft in die gesamte Vorbeuge. Einatmen, komm über die Hocke hoch. Streck dich nach oben, drück den Boden nach unten weg. Und ausatmen, bring die Hände zum Herz und an die Seite deines Körpers. Und spür einen Moment nach. Schließ gern die Augen, wenn du magst. Atme, spür das Pulsieren in dir. Und doch auch die Verbindung nach unten in den Boden. Nochmal die Füße wahrnehmen, rechts und links. Vielleicht gibt es einen Unterschied jetzt zwischen rechts und links. Denk dir ausatmend Wurzeln, die du um dich herum schlägst, die dir ganz viel Halt um dich herum geben. Und dann öffne die Augen wieder. Eine kleine Balance an dieser Stelle. Verlage Gewicht bitte auf den rechten Fuß. Jetzt verwurzel den nochmal ganz bewusst mit diesen Auflageflächen. Ferse, Außenkante, Großzehenballenbereich. Nicht die Zehen selbst, die kannst du, wenn du möchtest, ein bisschen heben oder zumindest nicht in den Boden krallen. Rechts verwurzeln, rechtes Bein drückt den Fuß nach unten und die Muskeln im rechten Bein ziehen ein bisschen hoch Richtung Becken. Beug dein linkes Knie, heb die Ferse ein kleines Stück an. Jetzt bring die Hände an die Seite deiner Hüfte, sodass sie berührungslos neben deinen Hüftgelenken sind. Finger spreizen. Und stell dir vor, du drückst ganz sanft wie ein imaginäres Luftpolster mit den Händen Richtung Becken und ziehst dadurch dein Becken kompakt zusammen. Verbinde das mit der Ausatmung. Ein kompaktes, zentriertes Becken. Zentrierte, starke Hüftgelenke. Jetzt ganz in Ruhe die linke Ferse Richtung Gesäß ziehen. Mit der linken Hand greift den Fuß. Das kann die Fußfessel sein, also Fußrücken oder Fußgelenk. Oder einmal um die Zehen herum die Hand bringen und die Zehen über den kleinen Finger ablegen und spreizen, wie du magst. Rechte Hand, denk noch die Hüfte kompakt. Atme. Jetzt streck den rechten Arm nach oben. Und immer wieder denk im Ausatmen, deine Mitte kompakt und stark. Nicht nur die Hüftgelenke an dieser Stelle, auch den Bauchraum ausatmen, Bauchnabel nach innen führen. Ja, die Mitte des Körpers im Ausatmen stärken. Drück nochmal den Fuß nach unten und automatisch wächst du nach oben in die Welt. Einmal tief atmen. Jetzt greif dein linkes Knie mit beiden Händen, zieh es hoch zum Brustkorb. Umarm dich, finde Halt an dir. Wenn du magst, dann senk einen Moment die Nasenspitze oder Stirn Richtung Knie. Denk dir ganz viel Halt an dir selbst. Atme und dann streck dich wieder nach oben. Stell den Fuß auf, komm in den Stand. Tief atmen.
Gut, wir treffen uns wieder im vorderen Teil der Yogamatte. Bring einatmend die Hände vor dem Brustbein, vor dem Herz zueinander. Atme aus, zentriere dich. Einatmend, geh etwas beugend, tauche den Fingerspitzen ein, komm über vorn hoch, streck dich lang nach oben. Ausatmend, öffne die Arme und verneig dich nach unten, vor dir zur Erde. Einatmend, streck dich nach vorn, langer Rücken, Brustkorb nach vorn ziehen, Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmend, beug die Knie, noch einmal diese Verneigung nach unten. Einatmend, rechter Fuß, einen großen Schritt zurück. Ausatmen, linker Fuß zurück zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, komm zum Kind und zurück zur Erde. Einatmen, von dort lösen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, streck dich hoch, drück die Hände nach unten. Einatmen, hoher Liegestütz nach vorn. Ausatmend, tiefer Liegestütz oder Bauchlage, einatmend, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmend, Bauchdecke aktiv nach innen auf den Weg hoch zum abwärts schauenden Hund. Tief durchatmen, ein und aus, Hände nach unten drücken, Becken hochziehen, einatmen, linkes Bein heben, linke Hand drückt nach unten, ausatmen, rechtes Knie beugen. Einatmend, linkes Bein ein bisschen höher ziehen, ausatmen, rechte Ferse senken, rechtes Bein ein bisschen mehr strecken und atmen. Linke Seite ganz lang, linke Hand schiebt in den Boden, linke Ferse zieht weg, einatmen, rechte Ferse hoch, Blick nach vorn, ausatmen, linkes Knie zum Brustkorb, Fuß aufsetzen. Einatmen, die linken Zehen heben, alle Zehen auffächern. Ausatmen, Fuß erden, also Fußsohle mit Ferse, Außenkante und Großzehenballen. Einatmen, nochmal linke Zehen heben. Ausatmen, lass das Becken ein bisschen tiefer sinken. Denk es dir kompakt und schmal. Einatmen, bring die Arme nach vorn. Streck dich lang. Ausatmen, schwing die Arme nach hinten Richtung Füße. Noch ein paar Mal bitte. Aus der Kraft der Mitte strecken und wieder zurückkommen in die Kraft der Mitte nach hinten, wenn du ausatmest. Einatmend nach vorn wachsen, ausatmend Arme nach hinten bringen. Noch eine Runde. Einatmend nach vorn, linke Zehen nochmal heben, ausatmend Arme nach hinten. Einatmend, zieh dich nach vorn lang. Ausatmen, senkt die Hände, senkt die linken Zehen, Becken tief. Einatmen, Blick nach vorn, Brustbein heben. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, eine ganz weiche Verneigung, ganz weich, ganz dankbar. Einatmen, zieh dich nach vorn lang, schieb die Oberschenkel Innenseiten zurück. Ausatmen, lass dich weich nach unten in die Vorbeuge schmelzen. Einatmen, komm über die Hocke hoch, drück den Boden weg, streck dich hoch nach oben. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz, an die Seite. Spür nach, schließ die Augen, wenn du magst. Ja, gerade wenn du die Ausatmung nutzt, um bei dir selbst anzukommen, ist es gut, auch mal eine Pause einzulegen. Dich auch mal wieder zu sammeln. Und es gibt ja einen Eindruck vom Stress, von der Aktivität deines Körpers. Da ist Wärme, da ist Spannung, da pulsiert das Herz, da ist die Atmung schnell. Alles sind Anzeichen körperlicher Aktivität und körperlichen Stresses. Wenn du die Ausatmung wieder fokussierst, mit der Ausatmung den Bauchnabel in den Körper führst und dir Zeit lässt für die Ausatmung, dann führt dich das zu dir zurück. Und die Einatmung kommt immer wieder so ein bisschen von selber, musst du gar nicht viel tun. Nur loslassen, aus der Spannung loslassen, einatmen und ausatmen, wieder bei dir, dich zurückziehen in die innere Kraft und Stabilität. Und automatisch beruhigt sich der Körper, Atmung wird wieder feiner, das Herz pulsiert ruhiger. Und dann öffne die Augen. Drück den linken Fuß in den Boden, richtig tief nach unten. Nochmal erinnern, das sind als Auflageflächen, Ferse, Außenkante, Großzehenballenbereich. Nicht die linken Zehen, die kannst du ein bisschen heben, wenn du möchtest, oder wieder zumindest nicht reinkrallen in den Boden.
Stell dir Wurzeln vor, die du ausatmend um dich herum wachsen lässt. Ganz große Wurzeln. Alles wie so ein Baum, der dir ein Symbol ist. Und ein Baum mit diesen großen Wurzeln, der hat Halt. Zieh die Muskulatur des linken Beines sanft hoch Richtung Becken und denk da schon dein Becken energetisch, kraftvoll. Bring die Hände seitlich an die Hüftgelenke, ohne dass du sie berührst. Stell dir so ein Luftkissen vor, das so kompakt werden lässt, wenn du ausatmest. Rechtes Knie beugen. Nochmal an die Stabilität erinnern, den Boden nach unten drücken. Und dann rechte Ferse Richtung Gesäß, rechte Hand greift den Fuß, wieder an den Stellen, die dir gut sind, Fußgelenk, Fußrücken oder am Zehenansatz. Und dann kannst du die Zehen über den Finger stülpen. Ausatmend die Mitte des Körpers tonisieren, Bauchnabel nach innen führen, Beckenboden von unten sanft schließen. Einatmen, streck den linken Arm hoch in die Welt und erinnere dich ausatmen wieder an dein Ankommen. Und drück den Boden weg. Automatisch strebst du nach oben. Und das geht nur gut, weil du wirklich diesen Bodenkontakt nach unten hast, den Halt nutzt, die Stärke des Bodens nutzt. Drück dich dort rein. Oh, dann greif mit beiden Händen dein rechtes Knie, zieh's zu dir hoch. Nochmal den Boden drücken, drücken, drücken. Und wenn du möchtest, dann eine kleine liebevolle Verbeugung vor dir selbst, wenn du Stirn oder Nasenspitze Richtung Knie führst. Atme dabei, finde Halt an dir selbst und komm wieder hoch nach oben und stell den Fuß ab. Und wir gehen zurück in die Bewegungssequenz. Einatmend die Hände vor dein Brustbein. Ausatmend Erde und sammle dich. Einatmend Knie beugen, tauch hier ein. Komm über vorn nach oben, streck dich hoch. Ausatmend breite die Arme aus. Verneig dich liebevoll vor dir zur Erde. Einatmend streck dich nach vorn, schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Ausatmend noch einmal weich verneigen nach unten. Einatmend, linker Fuß, einen großen Schritt zurück. Ausatmend, nimm den rechten mit nach hinten. Komm in den Hund und bleib und verweil und beweg dich ein bisschen, wenn du magst. Einatmend, der hohe Liegestütz, gleite vor. Drück die Hände nach unten, schieb deinen Schulterbereich hoch. Ausatmend, komm in die Bauchlage nach unten. Einatmend, roll dein Becken ein, roll die Schultern zurück. Nach vorn hoch, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, Bauchnabel nach innen führen. Schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Drück die Hände nach unten. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Komm weich hier an, ganz weich eintauchen. Kleine Pause. Dann kannst du gerne die großen Zehen zusammenbringen. Knie nach außen öffnen. Hände unter die Stirn ablegen. Und ganz in Ruhe hineinschmelzen in die Haltung. Ganz tief atmen. Bring die Hände wieder nach vorn. Bring die Knie wieder etwas näher zueinander. Schieb erneut dein Gesäß Richtung Fersen, krabbel mit den Fingern nach vorn und die Breite deiner Unterlage, fächer die Finger auf, sauge die Hände in die Unterlage, atme aus, schieb dein Becken zurück, einatmend Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund, Hände in den Boden schieben, 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 Fersen senken, einatmend rechte Hand in den Boden drücken, rechtes Bein heben, ausatmen, zieh dein Knie zum Brustkorb, stell den Fuß zwischen den Händen auf. Rechte Zehen entspannen, rechten Fuß gut in die Unterlage drücken. Einatmen, streck die Arme nach vorn. Ausatmen, bring die Arme nach hinten. Nochmal, einatmen, Arme nach vorn. Jetzt schwing dich hoch nach oben. Ausatmen, verweil. Bring die Hände eventuell über dem Kopf zueinander. Justier nochmal nach in diesen ersten Helden. Drück die Füße in den Boden.
Hinteres Bein streckst du, ziehst die Innenseite des Oberschenkels hoch. Vorderes Knie beugst du, senkst dein Becken ein wenig tiefer. Stabilisier den Rumpfbereich, aktivier den Beckenboden. Atme aus und saug den Bauchnabel nach innen. Sei vom Becken durch die Beine bis in die Füße geerdet. Jetzt bring die Hände an die Hüfte seitlich, ohne die Hüfte zu berühren. Denk dir wieder dieses Luftpolster zwischen Händen und Hüftgelenken und drück dieses Polster ein bisschen kompakter zusammen. Neig dich nach vorn an den rechten Oberschenkel. Und jetzt konzentrieren. Bring den Blick vom Fokus vor dir zum Boden, schräg nach vorn. Rechter Fuß nochmal gut erden. Hinteren Fuß ein bisschen ranziehen. Einatmen und ausatmen. Die Mitte stabilisieren. Becken schmal, Bauchnabel ein. Einatmen, wachsen im Oberkörper. Ausatmen, langsam. Gewicht nach vorn. Rechtes Bein strecken. Nicht durchstrecken, nur leicht strecken. Linkes Bein heben. In den dritten Helden. Einatmen, wachsen. Ausatmen, Becken schmal. Alle Kraft in das Becken ziehen. In die Mitte des Körpers. Von dort einatmen, strecken. Atmen. Den Boden drücken, drücken, drücken. Wenn du magst, die Arme zur Seite oder nach vorn oder wieder an die Hüfte. Der Weg zurück, einatmen, langsam rechtes Knie beugen, linker Fuß aufsetzen, ausatmen, erden, einatmen, beide Arme hoch, ausatmen, die Hände zurück zum Boden, rechts zurück in den Hund. Oh, kleine Freudenhüpfer. Und mal tief durchatmen, wieder ankommen und dann spür nach, rechts und links. Unten zum Boden, oben mit dem Becken hoch. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Bauchlage, einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Nochmal sammeln, atmen, linke Hand in den Boden drücken, linkes Bein heben, atme ein, zieh dich lang, atme aus, linkes Knie zum Brustkorb und Fuß aufsetzen. Gut, Fuß erden, Zehen entspannen. Denk dir jetzt in dieser zweiten Runde schon von hier Stabilität und Halt. Ja, du weißt, was wir praktizieren. Die Haltung, dieser dritte Held, Virabhadrasana, beginnt jetzt schon mit diesem Fokus, mit Kraft und Ruhe. Fokus zu dir, Fokus zur Erde. Einatmend die Arme nach vorn, ausatmend die Arme nach hinten. Einatmen, jetzt ganz in Ruhe hochschwingen. Erster Held. Ausatmen, hier ankommen. Die Hände wieder schulterbreit oder zueinander. Vielleicht Finger verschränkt bis auf die Zeigefinger. Atmen. Die Füße erden. Hinteres Bein strecken, Innenseite des Oberschenkels hochziehen. Vorderes Knie beugen, Becken setzen lassen. Ja, ausatmend, die Mitte stabil, Bauchnabel nach innen, Becken, Boden von unten schließen, den Boden wegdrücken. Einatmend, dadurch wachsen im Oberkörper. Ausatmend, die Arme nach vorn, Oberkörper nach vorn, jetzt die Arme und Hände an die Hüftgelenke. Denk sie kompakt, da ist Kraft, da ist Stabilität, da ist das Urvertrauen, das dich in diese zweiten Durchgang leitet und führt. Hintere Fuß ein Stück ranziehen. Blick schräg nach vorn runter zur Erde. Auch das verankert dich. Und dann langsam linkes Bein langsam strecken, ohne durchzustrecken. Rechtes Bein heben. Das kannst du weit nach hinten schieben über die Ferse. Ausatmend Mitte stabil. Becken Boden zentrieren. Bauchnabel hochziehen. Einatmend streck dich im Oberkörper nach vorn. Upsa. Ausatmend, wieder zentrieren. Einatmend, vielleicht die Arme zur Seite oder nach vorn. Atme. Vertraue dir, finde Kraft. Wieder zurück, Hände nach hinten, ein Ausfallschritt nach hinten. Einatmend, die Arme letztes Mal heben. Erster Held. Ausatmend, die Hände nach unten. Der Hund. Und ankommen. Schütteln, hüpfen, bewegen. Atmen. Und landen.
Tief ein, tief aus. Einmal tief ein, tief aus. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz. Bauchlage. Einatmen, Kobra, der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Verweil hier. Genieße. Komm an. Spür den Boden, den du berührst. Drück noch einmal die Hände nach unten in die Erde. Spür das Wachstum über die Sitzbeine hoch. Erfülle den Rücken mit Atmung. Komm in den Vierfüßler. Ausatmend Katzenbuckel. Einatmend Pferderücken. Und mach das für dich weiter. Und fokussiere diesmal wie eine Wellenbewegung. Beginn also immer am Becken. Eine Bewegungswelle, die vom Becken entsteht, durch den Rücken hindurch strömt, bis sie ganz am Ende den Kopf in die Bewegung integriert. Eine Bewegungswelle vom Becken durch den Rücken, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule bis zur Halswirbelsäule. Stell dir diese Welle als Massage vor. Und dann lande wieder neutral im Vierfüßler. Erde die linke Hand, fächer die Finger auf. Und mit dem Einatmen dreh dich nach rechts. Rechten Arm über die Seite in die Welle strecken. Ausatmen, schieb die rechte Hand unter der linken Achsel zur Seite. Mach das weiter. Einatmen nach rechts, aufdrehen. Ausatmen nach links, eindrehen. Und du kannst die Hand immer ein Stück woanders hin nach links schieben. In eine andere Richtung. Noch einmal bitte. Und hier mit der nächsten Ausatmung leg die rechte Schulter bitte ab. Wenn das nicht geht, nimm dir eine Unterlage, Decke oder Kissen. Mach es dir für einen Moment hier bequem. Rechter Arm legt sich nach links. Die linke Hand kannst du entweder auf Höhe des Gesichts lassen, unter dem Ellenbogen aufsetzen. Die Hand sanft in den Boden drücken, dann merkst du, die Drehung geht ein Stück weiter, wenn du das jetzt genießen möchtest. Oder wenn du weiter genießen möchtest, dann krabbel mit der linken Hand von dir weg nach vorn und lass dich in dieser Länge der linken Seite hineinschmelzen in die Haltung. Ein paar Momente verweilen. Komm mit der linken Hand zurück auf Höhe des Gesichts, drück die Hand in die Erde, schieb dich zurück in den Vierfüßler. Katzenbuckel ausatmen, Pferderücken einatmen, einmal Katzenbuckel ausatmen, Pferderücken einatmen, dann komm so neutral zurück. Jetzt die rechte Hand einmal anschauen, Finger spreizen, Hand erden. Mit dem nächsten Einatmen linke Arme über die Seite hoch, nach links drehen, ausatmend Hand nach rechts schieben. Linke Schulter etwas senken. Einatmend, nach links aufdrehen. Ausatmen, die Hand in eine andere Richtung nach rechts wegschieben. Mach das für dich weiter. Beim nächsten Male bitte im Ausatmen die linke Schulter erden, den Arm nach rechts wegschieben. Gern wieder eine Unterlage unter die Schulter. Rechte Hand für einen Moment auf Höhe des Gesichts aufstellen, unter dem Ellenbogen positioniert. Drück die Hand in den Boden. Dann nimm die Drehung wahr, die sich hier vertieft.
Entweder arbeitest du an dieser Drehung oder an der Länge und Entspannung. Und dann lass den rechten Arm nach vorn wandern. Schnell für ein paar genüssliche Atemzüge in diese Drehung. Und dann komm wieder zurück, Hand wieder zurücksetzen, drück dich zurück in den Vierfüßler. Mit dem Ausatmen in den Katzenbuckel, mit dem Einatmen in den Pferderücken glatten. Auch hier zwei, dreimal noch ganz genüsslich die Welle vom Becken zum Kopf entstehen lassen. Dann wechsel bitte zum Sitzen. Bring die Füße nach vorn, damit das Becken eine gute Verbindung mit dem Boden hat, kannst du gerne die Gesäßmuskulatur in die Richtungen nach außen ziehen. Bring die Hände neben dir an den Boden. Lass dein Becken schwer werden, wenn du ausatmest. Schieb die Fersen von dir weg. Tu die Kniekehlen sanft nach unten. Lass die Beine also lang und aktiv und dein Becken geerdet. Atme ein, richte den Oberkörper auf. Atme aus, senk dein Kinn Richtung Brustbein, roll dich nach vorn ein. Und dann lass die Atmung fließen. Bring die Hände nach vorn. Da, wo sie guten Halt haben, Schienbeine, Kniekehlen, Sprunggelenke, außen oder Innenseiten der Füße oder über die Zehen greifen, ganz nach dem, wie es dir möglich ist und gut. Das ist die Vorbeuge Parshvottanasana. Der Rücken etwas gerundet und eingerollt, nicht ganz lang, aber auch nicht ganz zusammenkomprimiert, ganz gerundet. Finde eine gute Mitte. Lass die Beine aktiv, schieb die Fersen weg, drück die Kniekehlen nach unten. Sei also nach unten zum Boden verankert. Und dann komm wieder zurück in den Langsitz, Dandasana. Den Drehsitz, stell den rechten Fuß bitte auf. Es kann auf Höhe des linken Knies sein oder etwas weiter heran oder auch außerhalb des linken Beines. Je nachdem, was du für die Hüfte jetzt als angenehm empfindest und für das rechte Knie. Linke Arm einmal um das rechte aufgestellte Knie herum. Rechten Arm einatmen nach oben, mach einen Bogen, dreh dich nach rechts. Stütz die rechte Hand ausatmend hinter dir auf. Einatmen, ausatmen und drehen. Nutz die Ausatmung, um den Bauchnabel sanft nach rechts hochzuziehen. Dann hast du für die Drehung im Rumpfbereich das notwendige Maß an Stabilität und Kraft. Und dann nutz die Einatmung, um von dieser Quelle heraus nach oben zu wachsen. Einatmen, rechten Arm wieder nach oben, dreh dich nach vorn. Ausatmen, rechter Arm nach vorn und zurück und auflösen. Linken Fuß aufstellen bitte. Auch hier eine gute Position des Fußes, innerhalb oder außerhalb des rechten Beines. Rechte Hand einmal um das aufgestellte Knie herumgreifen. Denk dein Becken wieder schwer, auch linkes Hüftgelenk schwer.
Einatmen, streck den linken Arm nach oben, aus, dreh dich nach links, stütz die Hand hinter dir auf. Und immer wenn du ausatmest in den nächsten Momenten, dann erfahr Stabilität im Rumpf. Zieh dafür den Bauchnabel gedacht nach links hoch. Ja, und dann kann der Rumpf, der sich hier verwringt, das aus einem Gefühl von Stärke und Stabilität erfahren. Und dann entsteht die Einatmung. Und aus diesem Gefühl, stark und gut mit dir verbunden zu sein innerlich, führt dich die Einatmung in die Weite nach oben. Im nächsten Einatmen den linken Arm wieder nach oben, dreh dich nach vorn, ausatmen, linke Hand über vorn, zurück. Dann stell beide Füße bitte auf. Denk dir jetzt einen Luftball zwischen den Knien und du drückst mit den Knien diesen Luftball zueinander. Bring dann einatmen die Arme nach vorn. Ausatmen, roll dich ganz langsam ein Stück zurück. Halte hier an, atme ein, spür die Mitte, die Kraft. Atme aus, komm ein Stück tiefer, nochmal innehalten. Einatmen und ausatmen, ein bisschen tiefer. Einatmen, halten, ausatmen, langsam ablegen. Lass die Arme abgelegt, stell die Füße nochmal nah zum Becken auf. Greif dir die Knie. Umarm sie und umarme dich. Mit einem Danke für das, was du dir gönnst in dieser Praxis. Mach das mit einer inneren Liebe und Gelassenheit. Und schaukel da gerne mit dem Körper ein wenig nach rechts und links oder vor und zurück. Massiere deinen Rücken dabei. Lande wieder, lass die Knie herangezogen, heb den Kopf, schau Richtung Knie oder Oberschenkel, verschränk die Hände hinter dem Kopf, leg ihn in die Hände, entspann den Nackenbereich, roll dein Becken so an, dass der untere Rücken an den Boden ankommt, lass ihn dort und streck einatmend die Beine hoch. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser als am Anfang der Stunde, die Beine zu strecken. Wenn ja, dann schieb die Innenseiten der Oberschenkel weg, schieb die Fersen hoch, drück ein Gewicht mit den Füßen hoch zur Decke. Atme ein und atme aus, das rechte Bein nach vorn senken und hier bleiben und atmen. Und immer wenn du ausatmest, dann zentriere die Mitte deines Körpers. Finde noch einmal stabil, Kraft und geerdet im Gefühl, atmen, wachsen aus dieser Kraftquelle. Einatmen, rechtes Bein wieder hoch. Ausatmen, schiebt beide Fersen hoch, hebt das Becken ein kleines Stück ab. Einatmen, kommt zurück. Ausatmen, linkes Bein senken, rechtes nochmal hochschieben. Hier halten und atmen und wieder in der Ausatmung diese Qualität, die dich nach innen zentriert, spüren und von dort diese Kraft nutzen und wachsen. Und strecken. Im Einatmen linkes Bein hoch, ausatmen, beide Füße hochschieben, Becken kurz hochziehen, einatmen, zurück, aus, Kopf ablegen, Knie greifen, nochmal umarmen, schaukeln, genießen hier in Apanasana. Stell die Füße auf, breite die Arme zur Seite aus, versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts und lass die Knie langsam nach links sinken. Du kannst gern die Knie weiter ranziehen oder das linke Bein am Boden ausstrecken nach vorn, linke Hand zum rechten Knie bringen, ganz wie du magst. Entdeck deine Lieblingsposition dieser Drehung, da wo es dir gemütlich ist.
Und dann versetz den Kopf ein kleines Stück nach links und lass ihn auf die rechte Seite rollen. Rechten Arm ausgleiten lassen, vielleicht schräg nach hinten, wenn du magst. Und dann komm hier an. Schließ die Augen. Nimm die Mitte deines Körpers wahr, die sich noch einmal verringt. Diesmal ganz sanft und weich. Die Mitte, die sich nährt, wenn du dort ausatmest. Lass es atmen. Und dann komm wieder zurück, lass dir Zeit. Zurück zur Mitte. Becken in die Mitte setzen. Und von dort eine halbe Breite nach links. Dann gleiten die Knie nach rechts. Auch hier kannst du es gemütlich machen, wie du magst. Die Knie weiter ranziehen oder rechtes Bein vor dir wegschieben am Boden. Rechte Hand zum linken Knie. Einfach so, wie es dir gewohnt ist oder gut ist. Den Kopf ein Stück nach rechts versetzen und nach links gleiten lassen. Linker Arm vielleicht schräg nach hinten, so wie es angenehm ist. Dann schließ die Augen. Lass dich hineinschmelzen in die Haltung. Und nimm dann die Mitte des Körpers wahr. Zum einen, wie sie sich verbringt. Zum anderen, wie sie geatmet wird. Dann finde hier wieder zurück zur Mitte. Umarm einmal noch deine Knie und damit auch dich selbst. Greif dein linkes Knie mit beiden Händen. Streck dein rechtes Bein hoch. Nutze das als Schwungbein, Bauschwung auf. Komm zum Sitzen. Finde einen guten und für dich bequemen Sitz für die nächsten Minuten, bitte. Wenn du ihn eingerichtet hast, dann bring die rechte Hand wie eine Schale in die linke Hand hinein. Die Hände vor dein Becken. Und schließ die Augen. Bring die Aufmerksamkeit von den Dingen, die dich umgeben, von der äußeren Welt weg und hin zu den Dingen, die in dir sind, zur inneren Welt. Stell dir dafür wie eine Art Trennung zwischen Außen und Innen vor, denn beides sind unterschiedliche Welten,
Das eine, das, was dich umgibt, mit den Dingen, die da auf dich einwirken, den Geräuschen, den Düften, den Dingen, die du einfach wahrnimmst, aber auch das, was auf dich einwirkt, ja, deine Gedanken, die nach außen gerichtet sind, in der äußeren Welt. Erlaub dir, davon eine Trennung zu machen, so dass auch das, was Stressoren sein könnten, dass das im Moment außen bleibt. Und da ist eine Trennung nach innen. Und beide Welten, außen und innen, meist, wenn wir gestresst sind, haben sie die gleiche Qualität. Ja, wenn das Äußere genervt ist und gestresst ist, dann ist man selbst auch im Inneren gestresst und genervt und wütend oder völlig angespannt, hat einen Tunnelblick oder was auch immer. Ja, also wir nehmen gerne das von außen nach innen mit, müssen wir aber nicht unbedingt. Und dieses Gefühl, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, kann auch dafür sorgen, dass wir ein bisschen selbstbestimmter sein dürfen, was dich jetzt im Moment wirklich in deinem Inneren erreichen darf und das, was jetzt außen vor bleiben kann, weil du es im Moment jetzt nicht brauchst. Es wird dann später sicherlich wichtig, aber im Moment gibt es sicherlich Dinge, die du loslassen kannst, die draußen bleiben dürfen in der äußeren Welt, sodass du dich mit ein bisschen mehr Klarheit und Ruhe nach innen wenden kannst und zurückziehen kannst. Denn in dir bist du selbst. Und diese Resonanz des Äußeren, das in das Innere hineinfließt, kann sich auflösen. Ja, wir müssen nicht das Innere genauso sein lassen, wie das Äußere es vorgibt. Das Innere kann mit einer anderen Resonanz antworten. Da kann das Äußere stressen, dynamisch sein, schnelllebig mit all dem Zeitdruck, den es da hat. Und das Innere, das Selbst, das darf ruhig sein. In der yogischen Philosophie gibt es eine Richtung, die als Samkhya bezeichnet wird. Das ist eine indische Philosophierichtung, Samkhya. Und Samkhya ist eine dualistische Philosophie der Erlösung. Also dualistisch heißt, es gibt mindestens zwei unterschiedliche Pole. Im Samkhya werden diese Pole als Purusha und Prakriti bezeichnet. Prakriti sind die Erscheinungen der äußeren Welt. Und Purusha ist etwas ganz Tiefes in mir, in meinem innersten Kern. Da ist mein Selbst. Und Purusha bezeichnet dieses Selbst. Ganz tief in mir, in meinem Innersten, ist ein Kern. Da bin ich. Purusha. Und Purusha ist völlig losgelöst von Prakriti, von den Erscheinungen des Äußeren. Purusha wird oft als das Sehende oder das Beobachtende bezeichnet. Es ist eine Instanz in mir, die einfach nur beobachtet, die einfach nur wahrnimmt. Völlig wertneutral. Völlig klar und ruhig und still. Es beobachtet das, was es wahrnimmt. Sich selbst, aber eben auch das Äußere. Purusha, die tiefe innere Kraft, Stille und Ruhe,
die aus diesen Essenzen beobachtet. Ein französischer Philosoph hat mal gesagt, Stille ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen. Stille ist die Anwesenheit des Selbst, des Ich. Und da ganz tief in mir, hinter dem Gedanken, hinter dem Ego, da ist das Selbst. Das ist die Stille, die nährt und heilt. Und der Weg dorthin führt über die Atmung. Ich werde geatmet. Finde die Ausatmung, die mich wahrnimmt, in der ich mich wahrnehme, meine Mitte, meine Kraft, meine Stille. Die Ausatmung, die diese Essenzen verdichtet und nährt. Öffnet sich in mir ein Raum der Stille. Ganz in der Tiefe meines Selbst. Und doch ist dieser Raum größer, als ich es bin. Als ich es sein könnte.
Kosha, der Ort tief in mir. Ein Ort der Stille. Der Ort des Selbst. Das Selbst, das beobachtet, das sieht. Und es sieht auch nach außen. Zum einen den Körper, aber auch die äußere Welt mit ihren Erscheinungsformen. Und so möchte ich dich einladen, dich, deinen Körper wieder zu sehen mit diesem inneren Blick. Zu sehen, wie er atmet. Auch zu sehen, wie du sitzt auf der Erde, die dich trägt. Sie ist auch ein Ort des Haltes, der Ruhe, um dich zu verankern in den Stürmen des Alltags. Dann lass diesen inneren Blick wieder in die Welt schweifen, in den Raum, der dich umhüllt. Nimm da wieder den Kontakt auf. Und dann bring die Hände bitte vor dem Raum deines Herzens zueinander. Eine Geste, in der wir dankbar sein dürfen für die Zeit, die wir, du und ich, fanden für diese Yoga-Praxis, die Erfahrung, die du und die auch ich daraus mitnehmen kann. Dann danke für das Selbst. Für das, wie du bist. Dann atme tiefer aus, bitte. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme zur Seite aus, bring sie über einen Bogen, hoch über den Kopf. Ausatmen die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund, vor das Herz. Nochmal bitte einatmen, dieser große Bogen über die Seite hoch. Außer die Hände dankbar vor dir zurück zum Raum des Herzens. Wenn du magst, dann gönn dir eine Verneigung vor dir und der Erde. Vor dem, was dich nährt, das dir Halt gibt in den Herausforderungen des Alltags. Und wenn du dich aufrichtest, bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen. Vielen Dank. Wenn du dich interessierst über den philosophischen Hintergrund dieser Meditation, über Samkhya und Purusha und Prakriti, dann verlinke ich das in den Shownotes, also in der Beschreibung dieses Videos. Vielleicht ist das eine Anschlussmöglichkeit, dich noch intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen. Und bis dahin danke ich dir, wünsche dir immer wieder die Möglichkeit des Rückzugs nach innen, wenn die äußere Welt stürmt und dich herausfordert. Ich wünsche dir den Kontakt zu dir selbst und sage Namaste, vielen Dank und bis bald.